Beide ganz genau 42. Na, sollen sie auch bleiben und Wurzeln schlagen, denn jetzt ist Paul dran. Was? Ihr werdet sehen. Wenn der mitspielt, hat keiner von uns eine Chance. So, das ist dein Mann. Bei dem fängst du an. Oh. Fang an. Geht nicht. Ja, nun, ein Meister muss sich eben vorbereiten. Das ist zu viel, das ist zu viel. Ja, ich war gespannt. Ja, das ist ja wie bei der Schachweltmeisterschaft. Ja, genau, so was passiert. Und nun mach doch. Ach, du mach doch mal. Ich habe gerade Filme gefunden. Ja. Ja, jetzt. Aber? Ach, das ist doch nicht zu fassen. Paul, mach doch mal. Nun, zu Hause ist ein bisschen was hier. Kommt doch mit dir. Und? Na ja. Oh, Scheiße, das habe ich genau gewusst. Paul, was ist los? Was soll das? Es geht nicht, der starrt mich dauernd an. Na und? Das kann dir doch wohl egal sein. Wir alle gucken dich an, oder? Ein Heimlicher kann nur, wenn keiner zuguckt. Aber er starrt mir genau in die Augen. Wo soll er denn sonst hinstarren? Also seien Sie nett, junger Mann, starren Sie mir auf die Hose. Ja, entschuldigt, ich bin nervös. Natürlich kann er hingucken, wo er will, sicher. Aber nicht so intensiv, ich bin ja kein Ungeheuer. Also sehen Sie ihn an, junger Mann, als ob er kein Ungeheuer wäre. Wenn er nämlich nervös wird, schießt er daneben. Und das sind unsere Kohlen, um die es geht. Tut mir leid, ich kann nicht. Der bricht mir den Arm, der lähmt mich mit seinem Blick. Sind Sie mir eingefallen? Seien Sie nett und stellen Sie sich hinter Ihnen, damit es ja weitergeht. Ja, vielen Dank. Menschenskind, da macht aber auch einen Affen heute, der Paul. Der Karajan ist ja gar nichts dagegen. Also nicht so intensiv gucken, sonst stehen wir morgen noch hier, ja? Bitte. Ich bin überzeugt, dass er mich von hinten wieder anstarrt. Komm schon, der guckt aufs Meer raus. Wenn ich mir erlauben darf, kein Mensch starrt sie an, Paul. Halt die Schnauze! Warum duzt er mich überhaupt? Der Penner hat hier nichts zu suchen. Es wäre herrlich, wenn ihr endlich anfangen würdest. Kümmere dich um die Kugel und nicht um die anderen. Ah, na bitte, was habe ich gesagt? Der Kerl starrt mich an von hinten. Ich habe es ganz genau gesehen. Es kann dir doch nun wirklich wurscht sein, wer dich von wo anguckt. Was hast du dagegen? Der Bengel starrt mich an, auch wenn er nur hinter mir steht. Bitte, Monsieur, tun Sie uns einen Gefallen. Gehen Sie noch ein paar Schritte weiter, sonst flippt er aus. So, hoffentlich reicht er das. Ich kann ja nicht einwecken. Was ist denn nun? Warum guckt er denn alle zu dem hin? Das tun wir, um sicher zu gehen, dass er dich nicht anguckt. Und was ist? Guckt er mich nun an oder nicht? Er guckt dich nicht an und spielt endlich. Wenn er nicht guckt, warum guckt ihr ihn dann an? Na, irgendwo muss man doch hingucken. Dich soll man nicht angucken, den soll man auch nicht angucken. Wo soll man denn hingucken, Mensch? Auf die Kugeln. Ihr habt euch nur auf die Kugeln zu konzentrieren und verflucht nochmal. Warum spiele ich denn hier überhaupt? Ja, Junge, seit Stunden warten wir hier schon. Und fang doch mal endlich an, sonst rosten die Dinger. Ach, hört auf, mich anzuquatschen. Ach, Scheiße! Was gibt's doch nicht, dass du unser Geld bezahlt, was der hier verspielt. Bravo!